Erinnert so ein bisschen an Primeval oder wie hießen sie alle. Da wird nix. Ich geh zurück ins Regal. Jo, dann passt du von da oben auf. Moin, Freunde der gepflegten Werkzeugkiste. Via hat was Schönes aufgenommen in seine Produktfamilie Electric Vario, nämlich den Speedy 2. Naja, ich persönlich habe Schrauben bisher immer nur mit dem Akkuschrauber angezogen. Schauen wir mal, was das Teil hier so drauf hat. Ich würde sagen, dann packe ich das Teil gleich mal aus und teste es auch für euch mal. Also ich persönlich finde eher schon, dass der Karton irgendwie Hightech-Spielzeug erahnen lässt. Ja, schauen wir mal. Ja, simsalabim. Und zum Vorschein kommt als erstes noch eine Karte, finde ich auch sehr gut, dass du gleich sehen kannst. Da gibt es noch ein bisschen was mehr für, nämlich ein bisschen Zubehör. Ist ja auch nicht weg, ne? So, oh, da kommt ja gleich schon so eine richtige Werkzeugkiste zum Vorschein. Ich bin begeistert. So, auf die Box. Und es strahlt mich gleich der Hauptakteur an. Rot-Gelb, da bin ich sofort wieder in meiner Lehrzeit. Ne? Electric Vario. Kenne ich zwar nur, ich bin der gelernte Elektromaschinenbauer, also eher haben es meine Kollegen benutzt, nämlich die Schaltschrankbauer. Und naja, die taten mir damals, die hatten natürlich keinen elektrisch angetriebenen, die taten mir schon so ein bisschen leid mit ihrer ewigen Dreherei und den ganzen Modulen. So, haben wir hier den Hauptakteur nämlich einmal auf den Tisch geholt. Gleich dazu die Akkus. Zwei Stück finde ich persönlich top. Ja, weil meistens ist ja, wenn man den braucht, der Akku leer und so hat man dann hoffentlich den zweiten vorher aufgeladen. Den zweiten dann schnell zur Hand. Finde ich also wirklich ein sehr gutes Merkmal. Zwei Akkus dabei, 3,7 Volt. Ja, die zwei Hauptbits, die man so braucht, nämlich ein Kreuzschlitz direkt mit dabei in Gelb. Warum, kommen wir gleich noch zu. Und den roten, etwas filigraneren ja, Schlitzbit, etwas schmaler, etwas schwächer schon aussehend. Rot, wie gesagt, auch da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, zu guter Letzt noch das Ladegerät. Ziemlich kompakt, mit einem USB-Stecker dran. Was ich da ein bisschen schade finde, ist, dass man da nicht dann auch gleich einen Ladeadapter direkt für 230 Volt mit beilegt. Da geht man davon aus, dass dann ein solcher Ladeadapter dann schon dementsprechend zu Hause ist. Ja, zu den Komponenten. Jetzt muss da natürlich noch ein bisschen zusammengeschraubt werden oder beziehungsweise zusammengebaut werden. Nämlich der Akku muss einfach mal eingesetzt werden. Dazu entfernen wir hier hinten die Akkukappe. Das habe ich vorher schon mal gesehen. Ah, Spritzwasser oder Wasser geschützt hier. Auch noch mal gut zu sehen mit der schwarzen Dichtung. Dann nehmen wir uns einen von den beiden geladenen Akkus. Setzen den mal ein. Und das war's auch schon. Oh, für mich ein bisschen mächtig der Griff, aber ja gut, man kann Kraft noch ausüben. Und zwar sind die, jetzt kommen wir schon gleich zu den Sachen mit den Bits. Ich nehme mir hier mal den gelben Bit, den setze ich hier ein. Denn im Gegensatz zu dem Vorgänger hat dieser hier nämlich noch einen zusätzlichen, etwas klein geratenen Wahlschalter, da sehen wir dann von Minimum auf Maximum können wir das einschalten. Das heißt also, da haben wir zwei verschiedene Drehmomente, 0,3 und bis zu 1,0 Newtonmeter. Dementsprechend haben wir hier tatsächlich auf diesem Schalter auch noch die Möglichkeit, das farblich zu unterscheiden. Das heißt also, für mehr Power Maximum schalte ich es nach oben und dieser Maximum ist gelb hinterlegt. Dementsprechend habe ich dann auch den gelben Bit darauf zu stecken. Dieser Bit ist einfach ein bisschen ja, stabiler ausgelegt, macht halt einen stabileren Eindruck. Er ist fester, er kann ein bisschen was mehr bewegen, sag ich mal. Wenn einem dann 1,0 Newtonmeter immer noch nicht genug sind, kann man dann auch beim Stillstand des Geräts direkt noch den letzten, ich sag immer so, den letzten Schluck nochmal mit der Hand drauf geben. Das heißt also, hier kann ich das Teil belasten, ohne dass ich einen Defekt hervorrufe, nochmal mit circa 12 Newtonmeter. Ne? Ich meine, ich werde sie nicht gedreht kriegen, seien wir mal ehrlich, aber ja, man könnte theoretisch, ohne dass das Teil Schaden nimmt. Dementsprechend natürlich, ich stecke ihn hier auch noch mal eben kurz drauf, haben wir hier unseren etwas, man sieht es ganz deutlich, filigraneren Bit-Aufsatz. Den kann ich dann hier oben reinstecken. Kann ich natürlich auch mit der härteren Stufe, kann ich das Ding natürlich auch bewegen. Aber hier sollte man sich dann doch schon an die Vorgaben des Herstellers halten. Dementsprechend den Schalter auf die kleinere Newton-Belastbarkeit dementsprechend einstellen und ja, kann damit dann auch gleich direkt losarbeiten. Die Lampe, die geht sogar direkt ohne Betreiben des Bits an. Das heißt also, hier brauche ich nur, wenn ich einmal ganz kurz antippe, kann ich das Teil auch direkt gleich mal als Taschenlampe missbrauchen, sozusagen.
So, aber genug in der Luft herumgeschraubt. Jetzt will ich ans lebende Objekt. Brauche dazu eine Box. Man reiche mir meine Box. Dankeschön, Chef. Läuft. Hier wieder klassisches Anwendungsbeispiel. Ich bin wieder im Schaltschrankbau. Deckel ab. Module nicht drin. Module. Ich glaube, ich habe welche im Regal. Ja, da haben wir doch schon was. Meine klassische Sicherung hier einfach mal mitgebracht und dann schauen wir mal, dass wir da mal vernünftig jetzt direkt einsetzen. So, das sitzt schon mal. Und beinahe, dass ich auch das richtige Schraubloch finde. Können wir hier direkt ansetzen. Wir schauen mal eben, die sind tatsächlich von den Schrauben her sind die unterschiedlich groß. Hier habe ich die etwas kleinere Schraube. Die setze ich dann da direkt mal an und kann direkt, ist schon angezogen hier. Und das schaltet er dann auch ab. Ich habe hier den roten Bit, sieht man ja ganz klar, 0,3, ein bisschen schwächer und ich kann hier nichts übernaddeln. Das heißt also, hier ist meine Sicherung von 0,3 Newtonmeter und dann ist Ende. Dann habe ich hier nochmal, sehe ich gerade die etwas größere Schraube, da empfiehlt sich dann noch der Kreuzschlitz eher zu. Ich lasse mal, weil es ein empfindliches Bauteil ist, wie gesagt, ich bin hier nicht abhängig. Ne? Ich habe hier meine Möglichkeiten, das einzustellen, aber ich muss nicht. Ich muss nicht den gelben Bits aufsetzen und sagen, ich muss jetzt auch auf volle Power gehen. Lasse ich jetzt hier auch mal sein, weil, wie gesagt, ist eine etwas heiklere Angelegenheit. Ich will ja auch nicht, dass mir das Gewinde hier rausrutscht. So, ich setze mal kurz an. Und er hört wieder auf. Das heißt, die Schraube ist bis zum Anschlag angezogen. Ja, kleinen Praxistest mit Bravour bestanden, würde ich sagen. Dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg zu unserem Holger, der Produktmanager, und frage ihn mal, was ihn davon überzeugt hat, den Speedy 2 ins Programm aufzunehmen. So, wir sind jetzt hier im Zentrum des Einkaufs, nämlich im Produktmanagement. Moin, Holger. Moin, Stefan. Hallo. Hi. Etwas untypisch für mich. Ich bin normalerweise ein Fan davon, bei Produkten draufzuschreiben, das gehört in jede Werkzeugkiste. Ja. Ist bei dem Gerät tatsächlich nicht so. Der wendet sich an Profis, idealerweise an einen Elektriker, der den ganzen Tag Verschraubungen vornehmen muss, in Schaltkästen zum Beispiel. Das heißt, er erleichtert das Verschrauben, indem er diese Handumdrehung abnimmt. Hat zudem einen ausgezeichneten, also für die Ergonomie ausgezeichneten Griff, der also die Gelenke, die Muskulatur schont. Das ganze Gerät ist vor allen Dingen auch VDE geprüft, also er kann an spannungsführenden Teilen arbeiten. Man kann neben den normal bekannten Bits auch etwas stärkere benutzen, mit denen man zum Beispiel Steckdosen, Unterbaucheinsätze in die Wand verbringen kann, mit einem etwas höheren Drehmoment. Dennoch ist dieses Werkzeug nicht zu verwechseln mit einem Akkuschrauber. Also das Regal schraubt man besser, dafür sind Akkuschrauber besser geeignet. Ja, super Werkzeug und damit sage ich mal zurück ins Studio. Ja, alles in allem finde ich, dass Via da mal wieder ein Top-Produkt auf den Markt gebracht hat, was sich nicht nur an den vielschraubenden Servicetechniker etc. wendet, sondern auch Anwendungen bei dem anspruchsvollen Hobby-Elektriker finden wird. Das Produkt verlinken wir euch wie immer in der Infobox. Dazu packe ich euch auch noch eben einen Link mit rein zu einem, ja, ich sag mal, für etwas schmaleres Budget, auch schon einen elektrisch betriebenen Schraubendreher. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wieder sehr über ein Like. Falls ihr selber schon mal mit dem oder ähnlichen Produkten Erfahrung sammeln konntet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis dahin, euer Stefan, auf Wiedersehen. Yo.